So, wir sitzen jetzt hier zu zweit im Studio, Hans und ich. Und Hans hat sich ein bisschen mit dem Jahresbericht von Amnesty auseinandergesetzt, und zwar mit dem Schwerpunkt Menschenrechte in Usbekistan, und wird uns jetzt erstmal ein bisschen was erzählen. Was kannst du denn sagen, was ist Usbekistan, was kannst du zum Land an sich sagen? Usbekistan ist eines der repressivsten Länder der Welt. Die meisten wissen vielleicht nicht, wo es liegt. Es liegt nördlich von Afghanistan. Es ist eine Diktatur, die 25 Jahre lang war der letzte Präsident an der Macht, bis er letztes Jahr gestorben ist. Eine Sache sticht heraus bei Usbekistan, was es für uns sehr interessant macht, dass es eine sehr gute Beziehung zu Deutschland hat. Mhm. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner aus Usbekistan. Deutschland nutzte von 2002 bis 2015 einen Stützpunkt in Usbekistan für den Truppentransport der Bundeswehr nach Afghanistan. Und der Tiefpunkt der ganzen Geschichte war 2005, als bei einer Demonstration in Usbekistan mehrere hundert Demonstranten erschossen wurden, verhängte die EU Sanktionen, aber auf deutschen Druck wurden diese Sanktionen dann sehr bald wieder aufgehoben. Oha, ja krass, davon kriegt man natürlich nichts mit in den deutschen Nachrichten. Was würdest du denn so als größtes menschenrechtliches Problem in Usbekistan sehen? Es gibt ja einige Baustellen, aber was siehst du so als das Schwerwiegendste? Ein sehr großes Problemfeld ist dann Folter, dass Usbekistan systematisch foltert. Die Folter ist in Usbekistan gesetzlich verboten, wird aber trotzdem regelmäßig praktiziert. Es gibt teilweise eigene Folterräume in Gefängnissen, die schalldicht sind, mit Gummiwänden. In der Regel werden auch Strafgefangene herangezogen, um zu foltern, weil man die nicht strafrechtlich belangen kann für die Folter. Mhm. Man kann nur gegen Polizisten und sich andere Sicherheitsbeamte vorgehen. Und die Foltermethoden sind äußerst brutal. Es gibt Berichte darüber, dass Opfern mit Baseballschlägern die Knochen gebrochen worden sind, dass Finger und Zehennägel ausgerissen worden. Die Situation ist ziemlich dramatisch. Usbekistan war eins der fünf Schwerpunktländer der Stopp-Folter-Kampagne von Amnesty, die von 2014 bis Anfang 2016 lief. Und wir hatten dort unter anderem auch den Fall von Erkin Musaev, der wegen angeblicher Spionage inhaftiert wurde. Mhm. Er war Mitarbeiter beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und ist erst wegen Verdacht auf Drogenmissbrauchs verhaftet worden und dann aber wegen angeblicher Spionage. Tagsüber wurde er geschlagen und nachts erhört. Amnesty hat in dem Zusammenhang auch 200.000 Appelle für ihn gesammelt. Okay. Und ja, wie sieht es jetzt mit den Haftbedingungen aus generell? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Die sind natürlich schlecht. Es gibt ein großes prozessuales Problem, dass bei Verstößen gegen Gefängnisregeln können die Haftstrafen gegen die Sträflinge willkürlich verlängert werden, selbst bei geringfügigen Vergehen. Ein wichtiger Fall, zu dem Amnesty im Moment arbeitet, ist der Fall von Israel Koldorf. Das ist ein Menschenrechtsverteidiger, der 2007 zu 6 Jahren Haft verurteilt worden ist. 2012 wurde seine Haftstrafe um 3 Jahre verlängert, mhm, weil er bei einer Gefängniskontrolle nicht anwesend war. Was war passiert? Er ist im Büro eingesperrt worden, dann haben sie bei ihm in der Zelle nachgeschaut und welch Wunder, er war nicht da. Er war nicht da, mhm. Das Ganze hat sich jetzt Ende 2015 nochmal wiederholt, als seine Strafe nach einer 5-minütigen Anhörung um weitere 3,5 Jahre verlängert worden ist. Das ist echt unglaublich. Okay, was kann man denn jetzt konkret dagegen tun? Also zuerst muss ich dazu sagen, dass Amnesty schon Erfolge verbuchen konnte in Usbekistan. Mhm. Im Oktober 2013 gab es zum Beispiel den Fall des Journalisten Sergei Nanov, der aus seiner Verwaltungshaft entlassen worden ist, auch durch eine Amnesty-Aktion. Er hatte für die internationale Gewerkschaftsorganisation Kinderarbeit bei Baumwollplantagen. Dazu hat er recherchiert und ist dann freigekommen nach kurzer Verwaltungshaft. Dann Informationen zu Folter in Usbekistan gibt es noch unter stoppfolter.de, mhm, was als Teil der Stopp-Folter-Kampagne, die jetzt gerade beendet wurde. Und insbesondere zu dem Fall Israel Koldorov, dem Menschenrechtsverteidiger, von dem ich gerade gesprochen habe. Von dem du erzählt hast. Mhm. Kann man noch viel tun. Im Rahmen unserer Briefe gegen das Vergessen rufen wir dazu auf, sich per E-Mail oder per Brief an die usbekische Regierung zu wenden. Details dazu gibt es bei amnesty.de. Wenn man in der Suchmaske Usbekistan eingibt, mhm, dann findet man da sehr schnell weiter, wie man sich da verhalten sollte. Okay, vielen Dank, Hans.